damit ein herzliches Willkommen bei den Unicolim News 2014 am März, glaube ich, nicht wahr? Ja, März. Und was wäre Unicolim News? Nichts ohne News. Genau, es gibt nämlich super mega obergeile, fettgeile News und ihr seht gerade, dass die Lichtverhältnisse für den Arsch sind und hier irgendwie 4:3 ist, aber ich habe gerade die falsche Webcam angeschlossen, dachte mir aber, ich werde jetzt mal keine andere nehmen. Auf geht's zum Spiel, einfach um ein etwas anderes Bild zu haben. So, kommen wir jetzt mal zu den News. Ja, es gibt natürlich ganz besondere News für euch, sonst würde ich ja nicht in Unicolim News jetzt hier machen. Und zwar wird Happy Wheels endlich wieder gemacht. Und zwar zu 200%, verdammte Scheiße. Das wird so durchgezogen, dieser Scheiß. Denn endlich kam ein neues Update raus, was mir wieder ermöglicht, nach Autoren zu suchen. Und ich wäre nicht Nicodem, wenn ich dazu nicht auch sofort die Internetseite aktivieren würde, wo man sich auch wieder die Maps wünschen kann. Allerdings wird diese momentan neu aufgebaut und geupgradet von dem lieben iKligler. Und natürlich versuche ich ihn mit der Peitsche und diversen anderen Mitteln so heftig zu hetzen, dass er endlich mal fertig damit wird. Geduldet euch noch ein, zwei Tage, dann wird es auf jeden Fall wieder Happy Wheels Power Deluxe hoch 10. Millionen, Milliarden, Universen, Power, Genki-Dama geben und ihr könnt endlich eure Maps wieder wünschen, die ihr spielen wollt. Da gibt es sogar ein spezielles Votesystem diesmal drin, wo dann sogar gespielte Maps nochmal gevotet werden können und ab einer bestimmten Anzahl gespielt wieder dort aufgenommen werden und oh, so viele neue Features, oh, ja. Zu anderen News, ihr könnt natürlich wie immer wünschen, ich brauche neue Projekte hier fürs Let's Playen und mir fällt einfach nichts ein, so was Next Car Game angeht zum Beispiel, das würde ich erst mit dem nächsten Update spielen, weil jetzt macht zwar Spaß, ja, aber mir fehlen so einige Features, die mit dem nächsten Update kommen sollen. Was gibt's noch? Zum Beispiel wird natürlich Saints Row the... Nein, nicht the third, das war 4. Saints Row 4 wird natürlich weitergemacht. Auch wenn es keine Sau mehr guckt, für mich macht es einfach riesen Spaß. Zudem wird natürlich Minecraft weitergemacht, auch wieder mit Gewinnspielmöglichkeiten und natürlich dort mitzumachen. Dann entsprechend müsst ihr natürlich die Daten haben. Darum wird aber dann ja gekümmert, wenn ihr gewonnen habt und dann auf den Server kommen könnt. Bis jetzt hat es ja immer geklappt, wie ihr seht. Und natürlich werden jetzt auch Battlefield 4 Videos kommen, wenn dazwischen Zeit ist, zwischen den ganzen anderen Projekten. Ich habe mich gerade selber gekratzt. Ja, es blutet, egal, auch. Und natürlich ein Projekt, was jeder Let's Player, glaube ich, derzeit macht, weil, also, Gronkh macht's und dann macht's doch eigentlich jeder. Keine Ahnung, ich habe mich da nicht umgesehen, ich hatte echt nur einen vollen Blick aufs Uni, also wirklich so direkte Tunnelblick Uni und nichts ist wirklich anderes so, was YouTube oder sonst was angeht oder so, ja, egal. Auf jeden Fall, was Banished angeht, werde ich auf jeden Fall Let's Playen. Allerdings nicht jetzt, denn Banished ist derzeit zwar ein super Game und ich bin da relativ weit und kenne mich mit diesem Game inzwischen sehr gut aus. Allerdings, ja, habe ich schon eine Stadt mit alle möglichen, die sich immer noch erweitert und ich warte lieber auf die Modifikationen, bis das Modkit draußen ist, weil dann wird das Spiel erst richtig interessant, weil ich finde, ja, es ist ein gutes Spiel, aber es bietet einfach einen zu geringeren, langzeitfristigen Spaßfaktor. Wow, was ein geiles Wort. Und ja, den werden auf jeden Fall die Mods holen, denn es werden schon unzählige Mods geplant, ich habe mich da schon erkundigt, es werden so viele neue Gebäude dazukommen, so viele neue Spielmöglichkeiten. Einfach gedulden, yay! Ja, nochmal kurz zusammengefasst, ihr dürft natürlich wie immer Let's Plays wünschen, ich bin wieder da, Happy Wheels kommt wieder, tralala, und natürlich weitere zukünftige Projekte sind geplant und mit den jetzigen, die momentan pausiert worden sind, die werden natürlich gemacht, Next Car Game kommt mit dem nächsten Update, habe ich was vergessen, nein, wenn nicht, dann sage ich, haut Leute, bis zu kommenden Videos und haha, Nicodem ist wieder da. Ihr wollt mehr?
Na dann abonniert mich doch einfach, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, das würde mich auf jeden Fall unterstützen. Oder zeigt das Video einfach euren Freunden weiter. Pause! Und vielen Dank fürs Schauen.